Und herzlich willkommen zu einem neuen Paint with Me mit Heidi Unboxing. Ich habe mir ein bisschen was bestellt bei Heidi, weil ich einfach Lust hatte noch auf einen Winterduft. Und ja, da waren einfach Düfte dabei, wo ich dachte, die brauche ich einfach noch. Und ich hatte noch ein bisschen Geld von der Rückzahlung auf meinem PayPal-Konto. Und da habe ich mir gedacht, gut, das gönne ich mir. Ich habe ja beim Black Friday gespart. Und ja, aber ich liebe es, mit Heidis Wachs zu painten und deswegen musste es einfach sein. Und ich glaube, ein Coverminder ist mir auch noch mit ins Paket gerutscht. Ups, wie konnte denn das passieren? Ja, wie kriegen wir das jetzt auf? Ich bin gerade noch ein bisschen am Gucken. Alles gut eingepackt, auf jeden Fall. Ich stelle mich heute aber auch an. Mal wieder. Ihr kennt es von mir. Ja, reicht es schon? Ne, das an den Seiten ist es auch noch verklebt. So. Dann nochmal da. Ja, unser Skalpell. Immer ganz wichtig. Für jeden Painter. So. Das hoffe ich aber. Genau, jetzt. Jetzt sollte es klappen und tata. Ich sag dir, gut verpackt. Schön viel Füllmaterial, damit auch nichts irgendwie verschütt geht. Und das ist meine Bestellung. So, ich zeig euch mal, was wir hier Schönes haben. Auf jeden Fall kommt mir hier erstmal ein kleines Goodie entgegen. Kuschelige, warme Grüße. Timmy hört man im Hintergrund auch. Und es ist ein Schokololli aus Vollmilch und weißer Schokolade. Das freut mich ja. Ich liebe die total. Das ist noch so eine typische Kindheitserinnerung. Vor allen Dingen, wenn es Vollmilch und weiße Schokolade ist. Das sind meine Liebsten. Richtig super. Den gönne ich mir dann direkt gleich. Ja, und ich habe noch ein bisschen mehr bestellt. Wir holen mal alles raus. Ihr seht, ein Coverminder und viel schön zum Riechen. hier haben wir noch eine kleine Beilage zu dem Wachs. Das ist immer sehr gut, damit weiß man, wie man mit dem Wachs am besten umzugehen hat, weil so ein Duftwachs aus Bienchenwachs von der Heidi ist natürlich ein bisschen anders im Umgang als dieses künstliche Wachs oder dieser künstliche Kleber, der bei Bildern sonst immer mit dabei ist. Und ja, es gibt auch ein Anleitungsvideo, dafür gibt es einen QR-Code hier auf dem Zettel. Und hier steht dann noch vielen herzlichen Dank, dass du dich für mein Bienchen entschieden hast. Ja, also es ist ja nicht mein erstes Bienchenwachs von ihr. Ich bin da von Anfang an dabei und immer wenn ich keine Migräne habe, nutze ich dieses auch wirklich sehr gern. Und obwohl die Döschen hier zu sind, rieche ich schon ein bisschen was. Das finde ich sehr gut. Bevor du das Bienchenwachs nutzt, möchte ich dir noch ein paar kleine Tipps verraten, wie dein Diamond Painting Spaß auch nichts mehr, wie deinem Diamond Painting Spaß auch nichts mehr im Wege steht. Leere die Spitze von deinem Stift oder verwende einen neuen Aufsatz. Also ich verwende da auch immer einen neuen Aufsatz, wo halt noch nicht vorher das andere Wachs drin war. Ja, ich habe direkt Stifte oder Aufsätze, die ich nur für Heidis Wachs verwende. Und ja, wenn ich dann doch mal Migräne habe oder so und auf Gerüche reagiere, das ist bei mir halt leider so, dann nutze ich ja das einfache Wachs, was mit dabei ist. Und dafür habe ich dann eigene Aufsätze. Ja. Kratze mit der Spitze an der Wachsoberfläche und schiebe das Wachs in den Stift. Drücke das Wachs mit einem Finger fest und streife den Überstand ab. Ja, also steht alles wirklich gut. Auch, dass man es nicht bei einer Raumtemperatur über 25 Grad lagern soll. Und ich habe meine Döschen, wenn ich mindestens eins benutzen möchte, oder mein Wachs immer vorher im Kühlschrank. Und das hole ich mir dann einfach raus und ja, freue mich dann darüber. Ja, und wir haben auch noch eine kleine Visitenkarte von unserer lieben Heidi. Und die ist so schön aufgemacht. So im typischen Heidi-Design, finde ich.
Heidis Sachen haben immer so eine ganz bestimmte oder spezielle Handschrift und das finde ich wirklich schön in ihren Sachen. Ja, erkennt man sie wieder. Und deswegen, ich musste mal wieder bestellen. Ja, also ich habe mir drei große Döschen bestellt und drei Bröbchen und einen Karbamalender. Noch dazu gab es hier ein kleines Probendöschen und das ist Sandelholz. Oh, schön. Ich glaube, Sandelholz habe ich schon. Ich bin mir aber nicht so sicher, aber Sandelholz ist für mich immer so ein ganz toller Duft. Liebe Heidi, ich danke dir für dieses tolle Goodie. Richtig süß, ist hier an der Seite auch noch mal verklebt. Das machen wir jetzt mal ab, weil ich will jetzt an allen riechen. Ich bin jetzt leider kein Mensch, der irgendwie sagen kann, ja, ich rieche jetzt das und das daraus oder andere Sachen und Kopfnote und Herznote bei Düften. Ich kann nur sagen, ob es mir gut riecht oder nicht. Ja, und das riecht wirklich sehr, sehr schön nach Sandelholz. Oh, da freue ich mich. Da freue ich mich. Also Sandelholz ist so wirklich für mich absolut ein richtig tolles Erlebnis. Also Geruchserlebnis, liebe ich ja auch an meinen, wie soll ich sagen, an meinen Yankee Candle Kerzen oder Duftkerzen, die ich generell habe. Ich habe ja auch ein paar schöne von der Pichu. Also, Sandelholz geht für mich als Duft, vor allen Dingen als Wachsduft immer. So, jetzt kommen wir aber mal zu der Avocado. Ja, warum so komisch ausgesprochen? Mein Freund hat mich da drauf gebracht. In einem TikTok-Video spricht jemand komisch oder Sachen ganz komisch aus. Zum Beispiel Avocado. Und ja, nur wurde da in dem Video nicht Avocado gesagt, sondern Avocado. Und seitdem machen wir uns über Avocado immer ziemlich lustig. Und die ist so süß. Deswegen musste ich mir diesen Coverminder einfach gönnen. Wir haben hier auf der Rückseite zwei Magnete. Und wenn ihr euch fragt, wofür ist so ein Coverminder da? Wenn ihr hier so eine Folie habt, könnt ihr die zurückschlagen und dann einfach mit den Magneten festklemmen und dann hält die zurück. Und das finde ich wirklich, wirklich toll und praktisch. Ich arbeite ja einerseits mit Covermindern, manchmal mache ich es aber auch so wie hier, dass ich mir ein Feld ausschneide oder markiere und mit dem Skalpell dann ausschneide. Also kommt immer drauf an, je nachdem, nach Lust und Laune und wie es mir gerade am besten passt. Ja, so, dann kommen wir aber jetzt zu den restlichen Düften. Hier haben wir einmal Winterlandschaft. Wie gesagt, ich wollte unbedingt auch ein paar Winterdüfte haben. Und deswegen habe ich mir die jetzt rausgesucht. Ich finde die Döschen wunderschön. Die sind absolut in meinem Stil und in meinen Farben. Ja, Winterlandschaft. Da bin ich jetzt sehr gespannt. Wie riecht eine Winterlandschaft? Oh, schön. Das ist auch absolut ein Duft für mich. Sehr, sehr toll. Wow. Also ich bin begeistert. Also das ist schon mal ein Duft, den wir auf jeden Fall mit in den Kühlschrank legen, weil der wird dann bald mal getestet. Und auch jetzt hier im Video werden wir mit Heidis Wachs painten. Ich drehe das jetzt gerade, habe aber aktuell Migräne. Das heißt, jetzt im Anschluss könnte ich so und so nicht mit dem Wachs painten, aber ich kann ja Videos schneiden. Und ihr seht dann im Anschluss hier ist Paint with Me, ein bisschen an unserem Weihnachtsbild mit einem passenden Heidi-Duft dazu. Und ja, dann gucken wir auch noch mal, dann zeige ich euch auch noch mal, wie wir das verwenden. So, kommen wir aber jetzt zu dem nächsten. Das ist dieses schöne Döschen. Und das ist Nordlichter. Ich liebe ja Nordlichter und Nordlichter passt auch wirklich gut zu unserem Diamond Painting, weil Aurora Borealis. Aurora Borealis steht ja für die Nordlichter. Und ja, auch hier in meinem Bild habe ich vier AB-Farben, die an die Nordlichter angelehnt sind, sozusagen mit drin. Und ja, ich bin jetzt auch gespannt, wie riecht Nordlichter?
Jetzt. Oha. Doch, das ist ein schöner Duft. Ich finde ein frischer, doch etwas schwererer Duft. Was ich sehr schön finde, es ist ein sehr angenehmer Duft. Der ist nicht zu penetrant, also es ist absolut kein penetranter Duft. Wirklich ein schöner, sensibler Duft, finde ich. Also mindestens für mich. Weil, wie gesagt, ich habe gerade ein bisschen Kopfschmerzen, aber ich muss wirklich sagen, das ist so ein Duft, den ich wahrscheinlich auch nutzen könnte, wenn ich nur leichte Kopfschmerzen habe, ja, auf den ich nicht so reagieren würde. Wirkt mindestens für mich nicht so. Und das finde ich schon mal ganz, ganz toll. Hier haben wir dann noch das dritte große Döschen und das ist städtischer Winter, der nächste Winterduft. Und der riecht auch ganz schön. Der erinnert mich so ein bisschen an so ein bisschen so Räucherkerzchen oder an einen Früchtetee, so ein bisschen. Auf jeden Fall ist es wirklich ein passender Duft zur Weihnachtszeit und für den Winter. Und der ist ein bisschen stärker, aber auch sehr angenehm. Super, das freut mich. Also auf jeden Fall. Die drei großen habe ich jetzt ohne Probe gekauft, aber ich dachte einfach, okay, die klingen so toll und auch von der Duftbeschreibung klang es so, dass es was für mich wäre und sie sind wirklich alle für mich. Also richtig top, inklusive des Pröbchens, alles meine Duftrichtungen. Und jetzt bin ich noch gespannt, weil wir haben hier noch frische Bettwäsche, Jade und Butterfly Hugs, also Schmetterlingsumarmung. Ja, also ich bin gespannt. Frische Bettwäsche geht für mich so und so immer. Ich bin ja auch so ein Mensch. Ich liebe Weichspüler. Und ich liebe es, wenn ich meine Bettwäsche wasche, direkt aus dem Trockner nehme und direkt wieder beziehe. Das ist abends dann immer so ein tolles, angenehmes Erlebnis, dass ich mir unbedingt frische Bettwäsche mal mit bestellen wollte. Ja. Und das riecht auch wirklich so nach einem feinen, angenehmen, frischen Weichspüler. Wie als hätte man sein Bett wirklich frisch bezogen. Also sehr, sehr toll. Auch nicht aufdringlich, auch nicht zu schwer. Und das mag ich auch an Heidis Wachs. Dann haben wir hier noch Jade. Jade natürlich in Grün. Da bin ich jetzt auch gespannt. Unter Jade konnte ich mir jetzt gar nichts vorstellen. Oh, aber der riecht auch schön. Oh, das ist ein ganz spezieller Duft, finde ich. Der erinnert mich an irgendwas, aber ich kann es euch nicht sagen, was. Ein frischer und doch etwas wärmerer Duft, aber sehr angenehm. Auch komplett wieder meine Duftrichtung. Und hier haben wir Butterfly Hugs. Der klang einfach so schön, dass ich ihn haben musste. Oh, der ist auch schön. Der ist wirklich so ein bisschen blumig, frisch, nicht zu schwer. Riecht ein bisschen nach Frühling. Sehr angenehm. Auch toll. Also, wir haben jetzt hier sieben Düfte und ich finde jeden gut. Wichtig ist, wenn ihr euch was bestellt, lest immer ein bisschen die Beschreibung, was so drin ist. Wenn ihr zum Beispiel kein Vanille mögt, lest einfach, ob irgendwo in den Duftnoten irgendwo Vanille drin vorkommt. Solche Sachen sollte man dann natürlich ein bisschen beachten. Da hat ja jeder so ein bisschen so seine Vorlieben. Und ich mag es halt immer, wenn ich so ein bisschen so lese, irgendwie so ätherische Öle oder alles, was so Richtung ätherische Öle geht. Oder wie gesagt, so Richtung frische Bettwäsche oder Holz oder Nadelduft. Das ist alles so meins und irgendwie ist das hier alles gerade so richtig passend für mich. Richtig tolle Düfte, ne? Was eher nicht so meins ist, sind zum Beispiel Foodie-Düfte. Also alles, was so ums Essen geht. Aber das ist bei mir normal. Ich bin ja auch ein Dampfer und da habe ich ja auch Liquid und da gibt es ja auch zum Beispiel Käsekuchen als Liquid. Also es gibt Leute, die dampfen Käsekuchen Liquid oder andere lustige Sachen. Das ist alles nichts für mich und ähnlich ist es ja bei mir mit den Düften halt auch. Und das ist
absolut alles meins, wo ich wirklich sage, ich freue mich drauf. Ja, wir werden jetzt wahrscheinlich Winterlandschaft, Nordlichter und städtischer Winter in den Kühlschrank legen, welches ich dann für meine Painting-Runde jetzt dann im Video auswähle, werde ich dann sehen. Lasst euch überraschen, ihr werdet es ja jetzt dann gleich mitbekommen. Ja, und dann geht es weiter, sobald ich ein bisschen mehr Zeit habe. Ja, painten wir hier an unserem Christmas Deer weiter. Ich bin sehr gespannt und ich kann euch sagen, ich bin immer noch so begeistert von dem Bild. Es lässt sich so schön legen, es macht so eine Freude und es glitzert und funkelt. Das ist wirklich der Hammer. Ja, also das ist jetzt gerade mein größtes Hauptprojekt und ich finde es auch gerade gar nicht schlimm, dass ich fast nur daran painte und mich jetzt nicht abwechsel, weil es macht so eine Freude. Ich will gerade auch nichts anderes painten. Es passt gerade wirklich einfach super zur Zeit und ja, wie gesagt, es macht Spaß und Freude und ich möchte es einfach sehen, wie dann auch der Weihnachtsbaum gepaintet ist, unsere Rehe und ja, also. Ich würde sagen, quatsch mal nicht lang und gehen zum Painten über. So, ihr Lieben, dann mal herzlich willkommen zur Dunkelstunde jetzt. Ja, eigentlich wollte ich jetzt kein Paint mit mir weiterdrehen, sondern bei Tageslicht. Aber ich habe jetzt trotzdem mal hier mir Jade rausgesucht. Die großen Döschen, die lagern in meinem Kühlschrank. Ja, und ich wollte es einfach mal probieren und habe jetzt ein bisschen was gesetzt und bin sehr begeistert. Ich gesagt, der Duft ist super. Und ich werde jetzt einfach ein Speedpainting aufnehmen, indem ich das kleine Rehkitz hier painte. Da wollte ich euch auch mitnehmen, weil das einfach ein schöner Teil von dem Bild ist. Und ja, also ich kann nur sagen, ich bin sehr begeistert. Wie gesagt, der Geruch ist schön. Meine Kopfschmerzen sind zum Glück auch dank Medikamenten jetzt weg. Und ja, deswegen habe ich gedacht, ich muss jetzt das Jade probieren. Das hat mir so gut gefallen, dass ich gedacht habe, ja, das passt mir jetzt gerade so richtig gut. Und ja, wir machen einfach mal ein bisschen was. Ich nehme jetzt mal hier das R. Das ist die 5. Und ich kann euch sagen, das Wachs ist so richtig schön sticky. Das ploppt auch schön, wenn man die Steinchen setzt. Das finde ich echt gut. Und es läuft perfekt. Ich habe jetzt hier extra mal einen anderen Stift genommen, damit ich weiß, okay, das ist der Stift, in den ich das Heidi-Wachs drin habe. Habe auch extra eine frische Mine reingetan. So. Und ihr seht, da ist ganz frisch Wachs drin. Deswegen hat es mir jetzt hier sogar fast ein bisschen das Steinchen von der Leinwand abgehoben. Ich bin jetzt mal gespannt, wie lange das hebt, bis wir das Wachs tauschen müssen. Da gebe ich euch auf jeden Fall nochmal Rückmeldung. Ihr hört es vielleicht, wenn ich die Steinchen setze, dass es da immer so ein bisschen ploppt. Das ist immer ein gutes Zeichen dafür, wie sticky unser Wachs ist. Das geht dann natürlich irgendwann ein bisschen weg oder wird weniger, sobald wir dann ein paar Steinchen gesetzt haben. Aber. Na, ihr seht, das geht richtig, richtig gut. Und ich bin, wie gesagt, begeistert. Es ist gerade jetzt so zur Weihnachtszeit oder wenn es dunkel ist und draußen so nass kalt, ist es schön, so ein bisschen so einen kleinen Geruch noch mit nebenbei da zu haben. Ich habe ja auch ganz oft dann noch eine Duftkerze mit irgendwo an, wenn ich jetzt gerade mal kein Heidi-Wachs zum Beispiel benutze. Und ja, und so haben wir. Hier direkt unser Wachs, was so schön riecht. Duftkerze mache ich zum Beispiel immer nur an, wenn ich weiß, okay, ich painte ein paar Stunden. Denn mir ist bewusst, dass so eine Kerze poolen muss, also einmal oben komplett flüssig werden, damit die nicht tunnelt, damit sie oben nicht abbrennt. Und da braucht man natürlich manchmal gewisse Zeit. Und wenn man jetzt doch mal bloß so eine Viertel- oder halbe Stunde am Bild sitzt oder immer bloß mal so zwischendurch paintet, das mache ich manchmal auch, wenn ich mal ein bisschen was so anderes noch zu tun habe, dann teile ich mir das auf, dass ich immer mal ein bisschen painte und ein bisschen weitermache. Na, gerade bei unliebsamen Arbeiten ist das ganz gut. Ja, und da dann erst eine Kerze anzumachen, das bringt mir dann meistens nichts. Und dann habe ich trotzdem ein schönes Dufterlebnis, wenn ich ja das tolle Wachs von der Heidi mit benutze. So.
So. Ich habe meinem Freund auch schon den süßen Kappelmeinder gezeigt, die Avocado. Der hat einfach nur herzlich gelacht. Ja, und da freue ich mich, dass ich jetzt auch noch diesen tollen süßen Kappelmeinder habe. Jetzt bin ich auf jeden Fall erstmal wieder für die nächsten Wochen und Monate ausgesorgt mit tollen Wachs, passend zur Saison. Und ich finde, das sind alles tolle Düfte, die man halt auch mit im Winter nutzen kann. Aber selbst, wie gesagt, so Schwarzkirsche und andere schöne blumige Düfte kann man ja trotzdem im Winter mitnehmen. Gerade wenn man sich ein bisschen eigentlich aus dem aktuellen Wetter träumen möchte. Da findet man bei Heidi immer schöne Sachen. Sie hat auch viele Duftklassiker bei sich im Angebot. Und ich habe ja, wie gesagt, schon einige tolle. Ja, und jetzt bin ich wieder total angefixt, weil es jetzt auf einmal, ja, es gibt bei Heidi immer auch aktuelle Düfte zur Saison und da musste ich dann jetzt einfach mal zuschlagen. Ja, ich hatte einfach bei Facebook mal wieder einen Post gesehen und dachte so, boah, das sind ja wieder so tolle Düfte da. Da muss ich einfach mal gucken und ich hatte mir noch nicht mal vorgenommen zu bestellen, aber ich habe dann gesehen, was für tolle Düfte das sind und habe halt in den Kommentaren dann im Facebook-Post auch gelesen. Ja, dass einige die Düfte auch schon haben und einfach so super finden. Und ja, dann konnte ich nicht anders. Dann sind die Düfte einfach mit ins Körbchen gesprungen. Und ich dachte, ja, bevor ich mir jetzt noch mehr Bilder kaufe, ich kann ja jetzt eh nicht so viele Bilder auf einmal painten. Ich habe ja meine Weihnachts- und Wintermotive, habe ich ja jetzt eigentlich schon alle da. Jo. Deswegen dachte ich, okay, nimmst du Wachs, das kannst du gleich nutzen. Deswegen einfach mal heute die Einkaufssucht ein bisschen verlagert. So. Okay. Wir starten jetzt mit dem Speed Painting und so die richtige Quasselrunde auch bei hellem Licht, wo wir dann auch nochmal das Wachs aus der großen Dose probieren. Das zeige ich dann euch auch, wie wir das aufnehmen und alles. Das kommt dann nach dem Speedpainting, weil das werde ich dann die Tage drehen. Euch jetzt erstmal viel Spaß hier beim Speedpainting von dem kleinen Rehkitz. Ja, und danach quatteln wir noch ein bisschen. Jetzt geht es weiter. Wir sind bei der nächsten Bahn.
Hier drüben habe ich schon ein bisschen fleißig gepaintet. Da habe ich zeitweise euch nicht mehr mitgenommen im Zeitraffer. Aber jetzt painten wir hier noch ein bisschen und quasseln noch ein bisschen. Ja, und schauen mal, wie weit wir heute noch kommen. Ich nutze heute übrigens diesen schönen Stift, der im, glaube, zweiten Türchen vom Diamond Painting Adventskalender von Diamond Painting Deutschland dabei war. Den finde ich echt niedlich. Ist ein recht einfacher Stift, aber er passt einfach so toll. Und ich denke, gerade wenn ich den Winter am See mal weiter painte, passt der so super einfach mit zu meinen, ja, Diamond Painting Accessoires. Aber da kommen wir bestimmt auch bald mal dahin. Und ja, lassen uns einfach mal überraschen. Apropos Winter am See, der liegt gerade in der Küche zum Trocknen. Denn ich habe angefangen, ihn teilzuversiegeln. Ich habe euch da mal mitgenommen, ich habe ein Video gemacht, das ist jetzt noch nicht fertig. Ich will euch natürlich dann auch zeigen, wie es getrocknet ist. Das wird dann auch gemacht. Da freue ich mich schon drauf und ja, ich bin mal gespannt, wie das dann wird. Ich versiegel sozusagen heute eine Hälfte und morgen die andere. Und dann kann ich vielleicht ja in 3 Tagen dann das Video schneiden und hochladen. Ja, ich gucke einfach mal, wann und wie es am besten ist. Hauptsache, ich habe mal angefangen und ja, das Zwischenversiegeln ist dann fertig. Dann kann ich auch schneller mal das Bild hier mir auf den Tisch holen und schon mal ein Stück kleben. Aber der Winter am See ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Hier mein Weihnachtsprojekt ist gerade für mich mein Hauptprojekt. Das macht so mega Spaß zu kleben. Das ist wirklich, es tut mir gerade richtig, richtig gut. Ich kann dabei abschalten. Ja, und mich einfach ein bisschen so in eine heile Welt träumen. Das ist halt das Schöne am Diamond Painting, ne? Ich glaube, so geht's aber wirklich vielen, vielen. Ich wollte mir gestern eine Kanne Tee aufgießen. Und wisst ihr, was mir passiert ist? Ich habe es doch wirklich geschafft, dass mir die Kanne Tee platzt. Mit heißem Wasser, mit kochendem Wasser, 100 Grad. Das ist eigentlich keine direkte Teekanne. Man kann da schon warmes Wasser reintun, aber nicht kochendes Wasser. Deswegen habe ich meistens dann immer irgendwelche Teesorten da drin aufgekocht mit 60 oder 70 Grad, meistens 60 Grad. Es gibt ja auch Teesorten, die kann man ein bisschen niedergradig ziehen lassen. Und ja, ich habe nicht dran gedacht, das an meinem Wasserkocher einzustellen. Und habe bei 100 Grad gekocht. Ich gieße das Wasser rein und ja, die Kanne platzt. Was passiert, wenn so eine Kanne platzt? Ja, sie splittert. Überall Glasscherben. Da ist mir zum Glück nichts passiert. Aber ich habe das kochend heiße Wasser auf meine Knie bekommen und ein bisschen auf meinen rechten Fuß. Musste dann schnell handeln. Ich hatte zum Glück lange Klamotten an. Habe das schnell ausgezogen, bin in die Duschkabine und habe mich erstmal kalt abgeduscht an den Stellen. Ja, war uncool. Braucht man auch nicht, ganz ehrlich. Und ja, ich weiß, ich achte da jetzt einfach noch mal ein bisschen mehr drauf. Und ja, keine Teekannen mehr, die nicht auch 100 Grad aushalten können. War halt auch ein bisschen meine eigene Blödheit, muss ich da sagen, ne? Man kann es probieren, man muss dran denken, aber wenn man dann mal nicht dran denkt, dann hat man das Schlamassel. Das schnelle Kühlen hat übrigens geholfen. Das rechte Knie, da sieht man schon gar nichts mehr. Am rechten Fuß sind nur noch ein paar ganz kleine rote Stellen. Das linke Knie hat es ein bisschen schlimmer erwischt, aber auch nicht so schlimm. Ich habe keine Brandblasen, es ist nur gerötete Haut. Es hat nur die erste Hautschicht erwischt. Also alles gut. Ich hoffe, das bleibt auch so. Ansonsten gehe ich morgen einfach nochmal in die Apotheke und hole mir noch eine Brandsalbe. Ich sag euch, das ist einfach nicht mein Jahr. Es wird Zeit, dass wir einfach ein neues Jahr beginnen können. So. Aber naja, ich genieße jetzt trotz allem noch die Weihnachtszeit. Die ist für mich, wie gesagt, sehr ruhig. Ihr wisst,
Dieses Jahr gibt es für mich keine Weihnachtsfeiern. Ich gehe auch nicht auf irgendwelche überfüllten Weihnachtsmärkte und, und. Ist dieses Jahr einfach nicht der geeignete Platz für mich. Nächstes Jahr hoffentlich wieder. Und dann freue ich mich auch schon drauf, wenn ich am Weihnachtsmarkt einfach mal wieder einen Königspunsch trinken kann und mir Schokofrüchte holen kann. Das mag ich einfach total gern. Bei uns auf dem Weihnachtsmarkt haben wir auch eine Krippe mit echten Tieren. Sie ist recht groß und da haben wir halt auch kleine Schäfchen und so. Das ist sehr niedlich gemacht. Da hätte ich schon mal Lust, drüber zu gehen. Aber wie gesagt, wenn es dieses Jahr nicht ist, dann wird es einfach nächstes Jahr so sein. Es ist ja schön, dass wir endlich wieder Weihnachtsmärkte haben. Letztes Jahr hat unser Weihnachtsmarkt begonnen und dann kam aber wieder Corona-Einschränkung. Dann wurde wieder alles geschlossen, glaube nach einer Woche oder anderthalb Wochen. Was natürlich sehr schade für die Budenbesitzer war. Und also für die Schausteller und natürlich auch für die Leute, die gerne mal einfach auf den Weihnachtsmarkt gehen. Ist ja trotzdem ein schönes Event eigentlich. Und ich liebe Weihnachtsmärkte, wenn es nicht gerade abends ist, wo alle sich betrinken und nur noch Gerammel ist und es zu viel ist. Das ist mittlerweile auch nicht mehr so mein Ding. Ja. Aber es ist einfach ein schönes Gefühl. Ich liebe zum Beispiel den kleinen Weihnachtsmarkt bei mir zu Hause. Ich komme ja aus einer Kleinstadt bei Dresden, war aber auch sehr viel in Dresden mit unterwegs und. Habe da teilweise auch eine Zeit lang gewohnt, direkt in der Großstadt. Aber wie gesagt, der süße kleine Weihnachtsmarkt in meiner Heimatstadt, in der Kleinstadt, der ist so niedlich und seit der ganzen Corona-Sache ist der Weihnachtsmarkt auch kleiner geworden. Das heißt, es gibt nicht mehr so viele Buden, wo man einfach so ein bisschen Ramsch kaufen kann, sondern es gibt wirklich eigentlich nur noch Buden, wo man ein bisschen was Gutes zu essen bekommt. Ein paar Buden von Winzern oder von der Brauerei. Da gibt es zum Beispiel dann auch Glühbier. Dann gibt es ein paar Buden, wo man natürlich Weihnachtssachen erstehen kann, Kerzen und. Aber keine Ahnung, dass es zum Beispiel dann da fünf Buden gibt, wo man irgendwelche Schals und Mützen aus China kaufen kann, so ist dem nicht mehr. Aber Schals und Mützen, ganz ehrlich, das kann ich mir auch im Geschäft kaufen. Oh mein Gott, ich bin echt happy. Wenn wir hier diese Bahn fertig haben, sind wir übrigens bei der Hälfte vom Bild angekommen. Ich hoffe, das schaffen wir diese Woche. Wir haben jetzt Dienstag. Bei mir ist heute leider ein wichtiger Termin ausgefallen, den ich jede Woche habe. Ist aber nicht so schlimm. Dadurch, dass ich mich ja an den Beinen verbrüht habe, ist es vielleicht ganz gut, wenn ich mich da nicht in die Jeans reinzwängen muss. Kann das alles noch ein bisschen sich entspannen und heilen. Aber dafür habe ich einen anderen wichtigen Telefontermin. Ja, wo ich mal gespannt bin, da geht es auch ein bisschen um meine Zukunft. Ich lasse mich da einfach überraschen, ganz ehrlich. So. Ja, und dann habe ich überlegt, dass ich vielleicht mal backe. Allerdings hat das für mich auch nur Sinn, wenn es mir von meinem Darm her etwas besser geht. Und da beobachte ich jetzt die Tage mal, wie das geht. Es wird für mich auch einfach wieder Zeit, dass ich arbeiten gehe. Mir fehlt das einfach. Auch wenn es gerade keine leichte Situation ist, tut es trotzdem gut, wenn man einen geregelten Alltag hat. Aktuell ist es aber einfach so, dass ich schlecht schlafe. Also den nachts schlafen ist ganz, ganz übel. Meistens dann so in den frühen Morgenstunden schlafe ich dann ein bisschen so bis in den Vormittag hinein, dass ich überhaupt ein bisschen Schlaf bekomme.
weil ich kann einfach nicht täglich irgendwelche Schlafmittel nehmen. Das ist halt auch nicht die Lösung. Ja, und dann gucken wir mal, dass sich das jetzt dann hoffentlich die Tage ein bisschen bessert. Ich habe immer wieder Zeiten, wo es wirklich ganz gut geht. Sowohl vom Schlafen als auch vom Essen her. Aber das ist immer nur kurzzeitig. Und solange das nicht ein paar Tage stabil ist, ja, ist es schwierig, wieder die Arbeit anzufangen. Und das Problem ist, ich habe bei meiner Arbeit nicht gerade direkt eine Nasszelle in der Nähe. Ich musste immer ein Stück laufen und wenn es dann doch mal einen Sanitärnotfall gibt, ist das nicht so toll. Ja, aber ich glaube, das kennen halt auch viele. So, jetzt aber wieder genügend über Gesundheit gejammert. Gesagt, es gibt wichtigere Sachen. Es gibt einfach wichtigere Sachen. Zum Beispiel, dass man sich einfach an dem erfreut, was man hat. Und ich muss sagen, das, was ich habe, die Menschen, meine Freunde, die bedeuten mir so viel und das gibt mir gerade wirklich mega viel Kraft. Ach so, wir wollten ja noch das Heidi-Wachs probieren. Ich hatte ja schon, glaube hier drüben habe ich es. Ja, ich hatte ja hier schon Jade probiert, ohne Kühlschrank. Und ihr seht, da war ich schon fleißig dabei. Und ja, ich habe aber noch die tollen Winterdüfte jetzt im Kühlschrank in den größeren Döschen. Und da ich heute keinen Schädelweh habe, dadurch, dass ich heute recht gut drauf bin, werde ich das auch nutzen. Übrigens, Jade habe ich auch ein bisschen genommen, als ich Schädelweh hatte. Und ich hatte absolut keine Probleme. So, und mir ist wieder eingefallen, ich hatte den Autofokus immer noch an. Ich hoffe, es gab jetzt nicht irgendwie großartige Probleme mit dem Fokus. Deswegen springe ich dann gleich nochmal zum Kühlschrank und werde mir ein schönes Wachs raussuchen. Ich habe, glaube ich, drei Wachsdöschen in den Kühlschrank gelegt. Ja, ich habe die Qual der Wahl. Oder die Wahl der Qual. Weil wirklich alle Düfte, die ich mir bei Heidi bestellt habe, waren einfach super und sind absolut meins. Wir werden gleich sehen, welchen Duft ich mir raussuche. Und ich kann euch sagen, wenn ihr das Wachs aus dem Kühlschrank holt, kurz vorm Painten, dann klappt das wirklich richtig, richtig genial. Aber wie gesagt, ich hatte auch hier bei Jade, das hatte ich nicht im Kühlschrank und das habe ich wirklich sehr viel genommen. Das letzte Mal, ja, hatte ich absolut keine Probleme gehabt, auch bei normaler Raumtemperatur. Ich habe aktuell so 21,5 Grad bei mir in der Wohnung. Das ist gute Temperatur. Da tut es dem Wachs eigentlich nichts. Aber generell hatte ich es mir einfach angewöhnt, ja, wenn ich das Wachs nutzen möchte, dass ich es einfach vorher kurz in den Kühlschrank tue. Aber das ist halt auch wieder so eine Sache von mir vom Kopf her. Das muss man natürlich nicht. Es ist nur wirklich zu raten, zum Beispiel im Sommer ab 25 Grad, dass man das Wachs kühl lagert, bevor man es nutzt. Oder auch generell kühl lagert. So, ja, wir machen jetzt hier noch ein bisschen so das kleine Eck fertig. Und dann springe ich mal in die Küche. Da kann ich gleich noch mal gucken, wie es mit dem Winter am See gerade läuft. Der ist ja jetzt gerade noch ordentlich am Trocknen. Ja, da freue ich mich auch schon drauf. Also, ja, wundert euch nicht. Hier an meiner Hand, da am Mittelfinger löst sich mein Nagellack. Ich muss endlich mal meine Farbe wechseln. Die Farbe habe ich ja jetzt schon zum dritten Mal drauf, weil die einfach sich so super lackieren lässt. Das ist wirklich ein One-Coater. Das heißt, ihr braucht keine zwei Farbschichten. Eine reicht aus, wenn man die ordentlich lackiert. Und ich hatte ja zwischendrin mal noch eine andere Farbe probiert. Das war ein Rot. Das hat einfach nicht getrocknet. Das musste ich dann zum Schluss wieder runter machen. Einfach aus dem Grund, weil ich mir so viele Dellen reingezogen habe, obwohl ich wirklich 2, 3 Stunden gewartet habe,
bis ich da überhaupt nur ein kleines bisschen was gemacht habe. Ja, und in der Nacht habe ich mir dann noch da ein paar Schrammen reingezogen. Und das hat mir natürlich nicht gefallen. Diesen Nagellack habe ich dann aussortiert, auch wenn die Farbe wunderschön war. Aber da bin ich jetzt rigoros. Ich will mal viele meiner Farben durchgehen und Lacke, mit denen ich nicht zufrieden bin, die dürfen ausziehen, ne? Also sowohl zufrieden, ob mir die Farbe gefällt, ob die Farbe mir steht, ob ich mir vorstellen kann, dass ich sie nochmal verwende. Ja, aber wenn irgendwas ist, dass ich sage, ich bin unzufrieden, Trocknungszeit, Farbe oder, dann ja, werde ich mich einfach mal ein bisschen von Lacken trennen. Ich möchte nur noch das behalten, was ich dann auch benutzen würde. Und ich habe eh weit über 1000 Nagellacke. Deswegen, ja, sollte das, glaub, dann kein Problem sein. Auf jeden Fall möchte ich heute einen recht dunklen Nagellack aus der Winter- oder Weihnachtskollektion von Issy probieren. Ein schöner Rotton passt zu Weihnachten. Und ich hoffe, ja, dass der genauso gut ist wie der, weil der ist auch aus dieser Kollektion. So, ich springe zum Kühlschrank und dann geht's gleich weiter. Und da bin ich schon wieder mit Döschen. Und ich habe auch meinen Stift wieder rausgekramt, den ich für mein Heidi-Wachs nehme. Ich unterscheide die Spitzen immer zwischen Wachsspitzen oder den üblichen Wachs, was wir dabei haben. Das mische ich nicht. Ja, so einzelne Spitzen gibt es ja zu Genüge. Ich habe jetzt hier nochmal unser Blatt. Ja. Und ich würde mal sagen, wir gehen jetzt einfach mal vor, so wie das hier auf dem Blatt beschrieben ist. Und da steht erstmal, leere die Spitze von deinem Stift oder verwende einen neuen Aufsatz. Neuen Aufsatz brauche ich nicht, aber wir leeren die Spitze trotzdem mal. Ich mache das immer ganz einfach mit einer Pinzette. Habe dann hier meinen kleinen Mülleimer für meine Steinchen. So, dann kratze mit der Spitze an der Wachsoberfläche und schiebe das Wachs in den Stift. Also, das ist ganz wichtig. Nicht wie bei dem normalen Wachs einfach von oben reinstechen und rausziehen, sondern ihr müsst wirklich mit dem Stift so ein bisschen schräg über die Wachsoberfläche einfach so ein bisschen schieben, dass sich da ein bisschen Wachs aufnimmt. Und das reicht dann meist auch schon. Und dann einfach noch mal ein bisschen mit dem Finger nachdrücken. Bei mir war das jetzt ein bisschen wenig. Aber klar, das Wachs war jetzt im Kühlschrank, das ist jetzt ziemlich hart. Ja, und dann drücke ich das so rein und wenn ich sehe, okay, das ist bis zum Anschlag gefüllt, ich mache es dann meistens hier noch ein bisschen sauber, manchmal steht ein bisschen Wachs noch übrig. Wenn ihr ein bisschen zu viel Wachs nehmt, könnt ihr das auch einfach wieder zurück ins Döschen legen. Oh ja, und ich habe mich übrigens für Nordlichter entschieden. Das ist so ein schöner Duft. Der ist auch so schön zart. Den kann man auch bestimmt locker verwenden, wenn man ein leichtes Kopfweh hat. Da tut es, glaubt, nichts. Genau, drücke das Wachs mit einem Finger fest und streife den Überstand ab. Ja, und hier steht dann auch, paintest du mit viel Druck, empfiehlt es sich, den Stift auf einem Steinchen in dein Schiff abzudrücken und den Überschuss abzunehmen. Ja, das kann halt auch sein, dass wenn man dann pindet, dass einfach noch mal ein bisschen Wachs übersteht und das macht man dann einfach weg. So. Und hier steht auch noch mal ein kleiner Spartipp für Sparfüchse unter uns: Sobald das Wachs nicht mehr klebt, entnehme es mit einer Pinzette, rolle es zwischen deinen Fingern und stecke es zurück in den Stift. So kannst du lange mit einer Ladung auskommen. Finde ich sehr gut. Hier steht es auch noch mal bei Raumtemperaturen über 25 Grad. Dass man das dann lieber in den Kühlschrank tut, damit das Wachs nicht zu weich wird. Das Wachs ist nicht zum Verzehr geeignet. Ja, und dass man das natürlich auch nicht in der Nähe oder in der Reichweite von Kindern aufbewahren sollte, weil es riecht ja gut, ne? Es ist halt auch keine Süßigkeit. Ja, so, und wir testen jetzt Nordlichter. Und ihr seht, wie toll das funktioniert. Das Wachs klebt wirklich sehr gut. Wenn ihr jetzt gerade frisches Wachs aufgenommen habt, drückt nicht zu sehr auf die Leinwand, weil die Steinchen kleben wirklich mega gut am Stift.
Einfach nur ein bisschen leicht aufnehmen reicht. Also nicht mit viel Druck den Stein aufnehmen oder auch absetzen. So, jetzt habe ich aber mein Steinchen ein bisschen schief gesetzt. Gerade richten. Und mein Monk. Ja, und es geht wunderbar und es riecht einfach toll. Also Nordlichter ist ein ganz, ganz toller Geruch. Ich werde euch meine Wachssorten natürlich unten in die Beschreibung verlinken mit dem Link zu Heidis Shop. Da gibt es auch noch andere schöne Sachen, wie zum Beispiel Coverminder, Needleminder, ein paar Sachen zum Sticken, Logbücher, dann Kisten zum Sortieren von Reststeinchen, generell aber auch Sachen, die Heidi aus Papier herstellt, wie zum Beispiel schöne Karten, zum Beispiel auch so Pop-up-Karten für Geldgeschenke oder für ja, wenn Kinder geboren wurden und. Finde ich ganz, ganz toll. Ich hätte gerne so ein Talent wie unsere liebe Heidi. Ich bin aber leider nicht ganz so die Bastelfee, muss ich zugeben. Ich mache das gerne, aber mir fehlt meistens immer da die Kreativität und natürlich auch irgendwie das Händchen dafür. Sehr schön. Ah, das ist einfach schön, so mit diesem zarten Geruch. Das macht richtig Laune. So, und ich habe jetzt auch hier, dass bei mir ein bisschen Wachs an der Seite wegsteht. Das tue ich dann einfach mit dem Finger entfernen. Aber das hat man ja bei dem ganz normalen Wachs auch. Ja, ich bin am Überlegen, was ich heute Abend im Fernsehen anschaue. Ich möchte auf jeden Fall irgendwas Weihnachtliches gucken. Ich weiß nicht, ob ich über die Mediathek irgendwas schaue. Oft kommt ja am ZDF oder im ARD ja auch so ein paar schöne Weihnachtsfilme. Einige husten jetzt wahrscheinlich öffentlich-rechtliche, ja, aber manchmal gucke ich das in der Tat. Da bin ich altmodisch. Ich gucke auch sehr gerne im ZDF, wie heißt das? Aktenzeichen XY. Und wenn ich das nicht live gucken kann, dann gucke ich das immer in der Mediathek nach. Und halt Tatort. Ich schaue nicht jeden Tatort. Nicht jedes Team, nicht jede Stadt gefällt mir da. Aber zum Beispiel der Klassiker, der Münster-Tatort mit Liefers, so der Hammer. Ich gucke das so gern, weil da einfach auch ein gewisser Humor mitspielt. Und ich liebe zum Beispiel auch teilweise deutsche Verfilmungen, zum Beispiel die Verfilmungen von den Rita Falk-Büchern, die Eberhofer-Krimis. Muss ich dazu sagen, ja, ich stehe dazu. Ich mag die Filme, ich mag die Bücher. Und das gucke ich mir immer wieder gerne mal an. So. Ich habe gerade wirklich so, so Lust, jetzt hier weiter zu painten. Werde ich dann heute Abend auch noch machen, aber ich habe dann heute noch ein bisschen was zu tun. Das Gespräch habe ich ja dann demnächst auch. Das ist ungefähr eine Stunde lang telefonieren. Juchhe, ich liebe es zu telefonieren. Nicht so wirklich. Nein, ich bin nicht so der Telefonierer. So eine Gespräche habe ich eigentlich lieber gerne dann vor Ort. Live, aber gut, wenn das mir jetzt halt so reingedrückt wurde am Telefon, dann machen wir das halt auch. Heute ist es mir das, wie gesagt, ganz recht. Da kann ein bisschen meine Beine sich noch ausruhen. Ist, wie gesagt, ganz gut, wenn ich nicht gerade ein paar Kilometer laufe, weil ich ja
ein bisschen die Verbrühungen an den Knien habe und am Fuß. Da ist es vielleicht besser, wenn ich da ja dann heute doch das von daheim aus mache. Ja, ich hatte ja erzählt, dass ich noch backen möchte. Ich möchte auf jeden Fall mindestens meine Kokosmakronen und meine Haselnussmakronen machen und vielleicht auch ein paar einfache Plätzchen. Das reicht schon aus, so drei verschiedenes. Das mache ich sehr gern. Ich verschicke das dann auch zu Weihnachten an meine Familie. An meine Nachbarn würde ich gerne was geben, weil die kümmern sich immer um Timmy, wenn ich nämlich mal keine Zeit habe. Und ja, ja, meine Nachbarn, die kriegen, wie gesagt, da ein bisschen was. Und denen wollte ich dann auch ein bisschen was zum Painten mitgeben. Ich habe ja ziemlich viele Sachen und meine Nachbarn haben auch ein paar Kinder. Und ich glaube, das ist dann vielleicht eine ganz schöne Sache. So. Ich finde es immer toll, wenn man so ein paar schöne Sachen teilen kann, die einen selber Freude machen. Und deswegen dachte ich mir, ist das vielleicht eine ganz nette Idee jetzt so zur Adventszeit. Heute ist ja Nikolaus. Meine Stiefel waren leer, aber das ist kein Wunder, ich wohne allein. Da ist niemand da, der mir Schüchen auffüllen kann. Timmy hat heute auf jeden Fall ein leckeres Futter bekommen. Ich wollte noch mal gucken, ob es von Sheba noch dieses Festtags-Ragout gibt. Das hole ich ihn eigentlich immer gerne mal so zu Weihnachten, in der Weihnachtszeit. Ansonsten kriegt er recht normales Futter. Ich achte einfach nur meist drauf, dass das Futter, was er bekommt, kein Zucker und kein Getreide drin hat. Trockenfutter bekommt er so gut wie nicht, außer in seinem Fummelbrett. Und da hole ich dann auch ordentliches Trockenfutter, was halt doch lieber ein bisschen mehr kostet. Aber das reicht dann auch aus. Ansonsten einfach bloß Nassfutter. Allerdings ist natürlich immer ein bisschen Trockenfutter für Katzen immer gut, alleine wegen Zahnstein und. Für die Zähnchen natürlich klar, ne? Katzen tun ja nicht Zähne putzen, wobei man kann auch der Katze Zähne putzen, so ist es nicht. Und ja, deswegen hat er sein Fummelbrett. Und da bekommt er so alle zwei Tage mal eine kleine Putzung rein. Da hat er auch gleich noch ein bisschen Bewegung und muss ein bisschen was machen und nicht einfach bloß sich hinhocken und fressen. Ist immer ganz gut, wenn man seine Tiere beschäftigt. Timmy ist ja nicht mehr so der Spielekater, eher so der Schläfer. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wo er ist. Hier ist er gerade nicht. Der liegt bestimmt im Schlafzimmer auf meinem Bett und pennt. Mein kleiner Schläfer. Und ja, aber der hat vorhin Futter bekommen, der ist jetzt satt, der ist jetzt zufrieden. Und deswegen kommt er wahrscheinlich auch nicht angerannt, weil ich jetzt hier filme. Ganz oft ist es ja so, dass das Katerchen sich bemerkbar macht, sobald ich hier anfange zu reden. So nach dem Motto, hey, du redest? Mit wem redest du? Red doch mit mir. Hallo, hier bin ich. Na, dass es sich dann einfach, ja, dass er sich dann einfach meldet. So, ich glaube, ich nehme jetzt die Sanduhr. Das ist so gerade das Symbol, was mir am meisten ins Auge sticht, mal wieder. So, die Frage, wo habe ich die? Ah, da hinten, das ist die Nummer 34. Na, nehmen wir das. Ihr seht, ich habe jetzt auch schon ein paar Steinchen gesetzt und das Wachs von der Heidi geht immer noch sehr, sehr gut. Das ist auch sehr langlebig. Langlebig, nicht langlebig. Also langlebig auch. Weil, wie gesagt, ich bin absoluter Fan von diesen Düften. Absolut schön. Und ich glaube, heute Abend, wenn ich painte, dann werde ich mir auch eine Pichu-Kerze mal wieder raussuchen. Weil so Tage, an denen man kein Schädelweh hat und nichts, das muss man einfach nutzen. Und natürlich auch das dann verwenden, was einem gut tut, wie zum Beispiel Sachen, die gut riechen. Ob das jetzt
das schöne duftende Wachs ist oder Duftkerzen. Wie gesagt, ich stehe auf Duftkerzen. Ich war mal ein riesiger Yankee Candle Junkie. Das hat sich dann gelegt, weil ich musste wirklich sagen, ich hatte A, keinen Platz mehr für diese großen Jars. Ich hatte mir immer diese großen geholt. Und dann, wie gesagt, ist es auch eine Sache des Geldes. Ich sag, man kann nicht alles sammeln. Ich gönne mir gerne noch mal eine Yankee Candle Kerze, aber dann werden die auch wirklich abgebrannt und ja, mehr als zwei oder drei große Jars möchte ich nicht mehr zu Hause haben. Ich habe die dann alle aufgebraucht. Ich glaube, ein oder zwei angefangene habe ich noch irgendwo. Aber da müsste ich dann auch erstmal wieder das tun, was ich schon lange vorhabe. Und zwar mal Ordnung in meine Sachen bringen. Schauen wir mal, ob wir das im Winter schaffen. Oh, und ich kann ja noch das Türchen von heute öffnen. Oh, ich freue mich so drauf. Ich bin sehr gespannt. Und ich denke, Ende der Woche kommt dann auch ein nächstes Video zu meinem Adventskalender. Und dann gucken wir mal, ja, was dabei so rauskommt. Ich bin auf jeden Fall mit dem Adventskalender von Diamond Painting Deutschland sehr zufrieden. Es sind auch ein paar Sachen dabei, die günstiger sind. Allerdings gibt es dann auch wieder Türchen, die einfach eindeutig, ja, hochwertiger sind als andere. Und bisher wird der Kalender für mich vom Preis gerecht. Wenn ich überlege, dass ich jetzt fünf Türchen geöffnet habe und was für schöne Sachen ich schon drinne hatte und was wahrscheinlich noch kommt, ja, muss ich sagen, kann ich mich nicht beklagen. Es war bisher immer Zeug dabei, was ich gebrauchen kann. Ihr merkt gerade, ich painte auch nicht mit Lightpad. Muss jetzt aber auch nicht sein heute. Ganz ehrlich. Ich habe jetzt auch überlegt, ob ich jetzt bei diesem Feld noch ein Speedpainting mache. Ich habe mich mal dagegen entschieden. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen painten und morgen dann tagsüber euch nochmal zeigen, wie weit wir ungefähr sind. In der Komplettübersicht, da lege ich das Bild nochmal auf den Boden. Dann seht ihr unseren aktuellen Stand nochmal. Ich mache das immer eigentlich recht häufig, dass ich so Paint with Me, wenn ich an einem Bild painte, immer ein bisschen über ein paar Tage painte. Ja, einfach damit man auch ein bisschen den Fortschritt sieht. Ich finde, das ist einfach interessanter. Weil ansonsten könnte ich ja jeden Tag dann einfach so ein kleines Quassel-Video machen, was dann auch kürzer ist. Aber ich mache dann lieber ein längeres. Ist zwar zeitlich ein größerer Aufwand, aber ich finde es einfach irgendwie besser. Viele gucken ja Paint with Me, während sie selber painten. Und dann finde ich das, glaube ich, gar nicht schlecht, wenn das Video dann doch ein bisschen länger geht. Ja, kurze Videos, das sind dann bei mir dann doch eher die Unboxings oder andere. Und da habe ich dann so ein bisschen Abwechslung, dass es immer mal wieder ein längeres Video gibt, aber halt auch mal kürzere. Ich bin, wie gesagt, sehr gespannt, wie wir hier mit dem Bild vorankommen. Und ich möchte auch unbedingt, wie gesagt, den Winter am See noch weitermachen. Am Wochenende will ich ihn auf jeden Fall ein bisschen anfangen. Wir sind jetzt hier schon recht gut. Wie gesagt, wir haben Nikolaus. Wir arbeiten uns gerade an die Hälfte des Bildes vor. Wunschtermin wäre ungefähr Heiligabend fertig zu werden. Wenn nicht, ist aber auch nicht schlimm. Aber es wäre schon ein Träumchen, wenn wir mindestens bis zum 6. Januar fertig werden. Weil dann ja, ist für mich so eigentlich die Weihnachtszeit dann rum. Der 6. Januar ist ja, glaube ich, ein
Ein Freitag? Es ist ein Feiertag. Aber ich bin mir nicht sicher, es kann auch ein Wochenende sein. Ich weiß es gerade wirklich nicht. Na gut, kommen wir jetzt mal zur Übersicht, was wir schon alles geschafft haben. Und ich finde, das sieht schon sehr, sehr toll aus. Ihr seht auch, wie das glitzert und glänzt, ne? Also, das ist bombastisch. Richtig schön, das Bild. Da haben wir unsere ersten zwei Rehe, die Mama und das Kitz. Der männliche Part, der wartet dann noch am Schluss. Und aktuell sind wir am Bäumchen dran. Das Bäumchen habe ich hier unten schon ein Stück jetzt fertig. Und ich bin wirklich happy. Sieht toll aus, es glitzert und es funkelt. Und ich finde, die Farben kommen auch richtig schön rüber. Ich finde es ganz gut, dass das, ja, wie die Farben so sind, weil sie sind recht gedeckt, recht ruhig, nicht zu grell und trotzdem bunt. Wenn ich das mal so sagen darf. Ich finde auch, dass die Bäume richtig schön rauskommen. Ja, das Gras ist im typischen DRC-Design, stört mich aber gar nicht. Wie gesagt, ich kenne das, ich weiß das und bin damit eigentlich auch sehr zufrieden. Das Schöne ist, bei DRC sieht man ja auch, wie es gepixelt ausschaut. Also wer da ein bisschen Probleme mit so einem Rendering hat und bei DRC bestellen will, guckt euch immer noch die gepixelte Version an, ob es was für euch ist. DRC hat da so seinen eigenen Stil. Bei diesem Bild gefällt mir das richtig gut. Es gibt Bilder, da finde ich es ein bisschen zu krass, aber so habe ich eigentlich gar kein Problem damit. Das Bäumchen, finde ich, kommt richtig schön raus. Ich meine, schaut euch die Kugeln an, ne? Das ist halt voll mein Farbschema. Wir haben auch hier richtig schön AB-Steinchen und ihr seht auch, wie die hier funkeln. Ne? Also mega toll. Mir gefällt es, ich bin happy und werde da heute auch noch weitermachen. Ich will heute auf jeden Fall mindestens hier noch das Feld schaffen und vielleicht dann noch das Feld da oben anfangen, weil dann haben wir die Hälfte geschafft. Und ja, bis zum 24. gucken wir mal, wie weit wir kommen. Wäre auf jeden Fall machbar, dass wir es schaffen. Ansonsten bis zum 6. Januar werden wir das Bild locker fertig haben. Wir haben heute den 7. oder 8. Den 8. Dezember. Und ja, ich bin happy, ich bin glücklich und werde jetzt mal gucken, ja, was wir heute noch so tun. Jetzt kommen wir auf jeden Fall erstmal zum Ende des Videos. Wie gesagt, ich habe euch gezeigt, wie weit wir sind. Ich zeige euch auch nochmal, wie schön die Steinchen sitzen. Wie gesagt, ich bin da mehr als glücklich und zufrieden. Man muss aber auch sagen, das ist noch eine ältere Version des Bildes. So, und jetzt ging die Tür auf. Ich hatte mich im Wohnzimmer eingeschlossen, weil die Katze am Futtern war. Und ja, der kommt jetzt gerade rein. Timmy, magst du dich nochmal zeigen? Nee, ne? Na dann. Ja, ich werde jetzt Timmy nicht vor die Kamera ziehen, wenn er nicht will. Wenn er von alleine kommt, darf er sich gern mal zeigen. Aber er fand seinen Kratzbaum interessanter. Ja, ihr Lieben, ich danke euch, dass ihr mit dabei wart und dieses Bild werdet ihr auf jeden Fall nochmal zu Gesicht bekommen. Ich bin so gespannt. Ich denke mal, das nächste Paint with Me wird kommen, wenn wir dann den Baum fertig haben, dass ich euch dann ein bisschen was zeigen kann, weil da bin ich jetzt schon sehr gespannt. Und wie gesagt, gerade auf unseren Geweihträger freue ich mich voll. Ja, da bin ich sehr gespannt, wie das so wird. Bis dahin, wenn das Video euch gefallen hat, freue ich mich natürlich, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Seid ihr neu auf meinem Kanal, dann dürft ihr den auch sehr gerne kostenlos abonnieren und aktiviert dann auch die Glocke. Dann verpasst ihr nämlich nichts Neues mehr hier auf Toafias Welt. Ja. Bis dahin, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Danke, dass ihr mit dabei wart. Bis bald. Ciao, ciao.